Haus Lange wurde Ende der 20er Jahre gebaut für einen großen Textilunternehmer, der hier in Krefeld dafür gewirkt hat, dass die Avantgarde, insbesondere Künstler und Position vom Bauhaus, hier mit der ansässigen Textilindustrie zusammenarbeiten. Und schließlich zeigen wir jetzt in Haus Lange eine in Odessa geborene Künstlerin, die in Frankreich fast ihr ganzes Leben gelebt hat und gearbeitet hat und eben auch als Künstlerin mit der Textilindustrie nicht nur in Frankreich, aber auch international gearbeitet hat. Die Ausstellung erzählt in rund 170 Exponaten von Sonia Delaunay's Rolle als Wegbereiterin der Synthese der Künste, erzählt von ihrer Werkstatt, von ihrer Arbeitsweise, von ihrer Rolle als Unternehmerin und von ihren Netzwerken und Partnerschaften in der Welt der Kunst und Industrie. Sonia Delaunay hatte eine unwahrscheinlich lange und sehr produktive Karriere, die über mehr als 7 Jahrzehnte spannte und sich über die unterschiedlichsten Disziplinen erstreckte. Sie war nicht nur als Malerin und Wegbereiterin der abstrakten Kunst bekannt, sondern arbeitete vor allem auch im angewandten Bereich und designte Mode und Stoffe, Möbel, stattete Räume und Ausstellungen und Filme aus, interessierte sich für moderne Medien, für neue Technologie. Und hatte eine sehr große Passion für Werbegrafik und Typografie, aber auch für Musik. Und in der Musik ganz besonders fand sie den Rhythmus, den sie in ihrer Flächenkunst auszudrücken suchte. Ein zentraler Teil ihres Werkes, den die Ausstellung in Haus Lange ganz besonders beleuchtet, ist Sonia Delaunay als Textildesignerin. Das Design von Stoffen für Mode und Interieurs war enorm wichtig für sie, weil sie darin eine sehr freie Ausdrucksform fand, in der sie spontan und intuitiv arbeiten konnte. Sie war eine Künstlerin, die sich nie den Formeln der Vergangenheit bediente, sondern immer für die Gegenwart und für die Zukunft entwarf. Und ihr Ehemann, der Maler Robert Delaunay, hat es sehr trefflich ausgedrückt, als er sagte, die neue Kunst, die nichts mehr von der Vergangenheit ausleiht, sondern genau die Impulse unserer Zeit trifft, verdanken wir Sonia Delaunay.